So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Nicht wundern, dass ich immer noch im gleichen T-Shirt sitze. Nein, das habe ich nicht schon seit einer Woche an. Ich schneide nur dieses Video bereits im Voraus am gleichen Tag. Und ich habe euch nochmal ein Video zum Fahrradalltag im Zerfallskreis geschnitten. Ich hoffe, euch gefällt's. Hier bei dieser Dashcam-Aufnahme wurde mir die Vorfahrt genommen. Es hat geregnet, ich habe sowieso schon Schwierigkeiten gehabt beim Sehen wegen dem Regen. Und plötzlich fährt dieses Auto raus aus dieser Tankstelle. Er fährt zwar dann an dieser Stelle auch zurück, um mir Platz zu machen, aber da vorne stand halt der Weise, der hat mir halt weiterhin den Weg blockiert. Das habe ich dir versucht zu zeigen, weißt, und ja, und ich fand es halt, ich finde das sowas halt sehr gefährlich, dass einfach rausgezogen wird, halt ohne zu schauen. Das kann halt auch ganz blöd enden. Dieser Clip ist im Dunkeln, und besonders schön finde ich auch immer, wenn Radfahrer unter Licht unterwegs sind. Vielleicht habt ihr ihn schon entdeckt, vielleicht auch nicht. Und ich finde das saugefährlich, wenn man als Radfahrer ohne Licht fährt, ne? Das ist furchtbar, die sieht man einfach nicht. Hier bin ich mal in einer fremden Stadt unterwegs und hier fährt ein PKW auch über den Radstreifen. Und wäre ich dann einen Ticken schneller gewesen, dann hätte ich da auch in dem Moment unterm Auto gelegen. Auch hier bin ich wiederum ein bisschen ortsfremd, schlechtes Wetter. Man sieht kaum in die Kurve ein, da kommt Gegenverkehr. Und ja, aber Überholabstand war in Ordnung, nur halt, er wäre halt beinahe in den Gegenverkehr halt kollidiert. Und was hat es ihm halt gebracht, sich selbst zu gefährden? Da sind wir wieder zusammen. Hier in dieser Aufnahme werde ich halt von einem PKW-Fahrer viel zu eng überholt, also kann ja kaum Seitenabstand. Im Weitwinkelaufnahme sieht das immer mehr aus, als tatsächlich ist, und der hat mich halt gefährdet, um hier jetzt rechts abbiegen zu können. Hier ist mir auch mal selbst ein Fehler passiert. Ich war halt ortsfremd, und ich kannte die Führung, die Straßenführung jetzt selbst nicht, und bin blindlings im Bus hinterher gefahren und habe dann gemerkt, hoppala, ich habe mich aus Versehen auf der Busspur eingefädelt und musste mich dann wieder in den fließenden Verkehr einfädeln. Die Polizei hat zwar dann interessiert geschaut, was ich da mache, aber weiter ist nichts passiert. Auch hier bin ich wiederum in einer fremden Stadt unterwegs, und da ist mir dann auch ein Fehler passiert. Gleich sieht man dort auf der rechten Seite das Zusatzschild Z240, und dort hätte ich mich dann auch infädeln müssen, aber das Schild habe ich erst zu spät gesehen und ich bin über die Bordsteinkante dann im Nachhinein nie mehr so schnell hochgekommen und habe mich schon erstmal entschieden, den Straßenverlauf zu folgen, bis ich dann mich ordentlich einfädeln kann auf den Fahrradstreifen, auf den benutzungspflichtigen.
Hier wurde wegen des Weihnachtsmarkt eine Umleitung geschaffen für Fahrradfahrer, damit sie nebendran vorbeigelotst werden. Aber das war nicht möglich, dort einigermaßen störungsfrei dran vorbeizufahren, weil entweder die Autos mitten drauf geparkt haben und alles blockiert haben oder die Fußgänger erst haben. Also das war zu der Weihnachtsmarktzeit dort einfach nur furchtbar dort zu fahren. Diese Strecke fahre ich auch regelmäßig, um da aus dem direkten Verkehr gelegentlich auszubleiben, aber der Fahrradweg ist dort zeitgleich in so einem schlechten Zustand, wie ihr sehen könnt. Schlagloch über Schlagloch, und ich kann dort eigentlich nur sehr langsam durchfahren, weil der Fahrradweg wirklich dort in einem absoluten katastrophalen Zustand ist, und das macht dort auch überhaupt keinen Spaß mehr, dort zu fahren auf dem Fahrradweg. Und ihr merkt auch, wie die Bildstabilisierung auch hier schwer Probleme hat, das Bild auch stabil zu halten. Und auch hier müsste die Stadt dringend den Fahrradweg renovieren. Definitiv ganz, ganz dringend. Und auch hier umfahre ich den Fahrradweg auch ein bisschen, gerade auch wegen den Schlaglöchern. Und ihr seht auch, dass die Bildstabilisierung auch hier dann wieder viel, viel besser arbeitet. Aber ihr seht dort auf der linken Seite, in was für ein Zustand der Fahrradweg ist. Und das Problem ist, wenn man dann als Fahrradfahrer dann auf der Straße fährt, fühlen sich halt an auch viele Autofahrer dann dadurch provoziert, sehen aber nicht, in was für ein Zustand der Fahrradweg eigentlich ist. Hier bei der nächsten Situation gab es eine Situation mit dem Bus. Die Situation war sehr, sehr knapp. Das sieht man jetzt so im laufenden Video jetzt eher weniger, aber ich werde euch gleich mal ein Standbild einbinden, und da bin ich ausgewichen, und der Bordstein hat dann den Rest erledigt. Und ja, und da bin ich dann auch ziemlich unsanft gelandet. Und da sieht man noch mal einmal das Standbild, und da sieht man schon, wie knapp das eigentlich war. Das war 150 cm, 30 cm, und ich habe schon den Bus über mir in diesem Moment gesehen. Und ja, von der Bordstein, alles war nass, kalt, rutschig. Der hat einfach den Rest gemacht. Und in diesem Standbild bin ich auch schon bereits ausgewichen, zum Teil mit dem Lenkrad. Also da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Ihr müsst auch noch die Lenkstange mitberechnen und allem drum und dran, das Breitbild. Also hat echt nicht mehr viel gefehlt, und das war auch das mit dem Busunternehmen nicht das erste Mal. Dieses Video hatte ich eigentlich dem Icarus zugeschickt gehabt als Videospende, aber ich dachte, ich schneide es mir nochmal aus ihm seinem Video raus, um euch die Situation zu zeigen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, Icarus. Und da haben wir die gleiche Situation mit dem Bus. Und da hat, also mit dem gleichen Busunternehmen, und da hat auch selbst nicht mal viel gefehlt. Also da wäre ich bei nichts auch platt gewesen. Aber schaut gerne mal beim Icarus vorbei, ich werde euch unten seinen Kanal verlinken. Was ich euch aber empfehlen kann, ist von Fischer der Crash-Sensor. Der kostet im Moment bei Amazon 32 Euro so um die Kante. Und der hat schon bei mir schon gut funktioniert, hat auch schon einmal beim Sturz, vor allem bei dem NVG-Sturz, was wir eben schon gesehen haben, schon seinen Dienst erwiesen.
Und hat auch schon meine Frau benachrichtigt, hat alles in die Wege geleitet, hat einen Standort mitgeteilt. Und meine Frau hat dann auch versucht, mich zu erreichen, konnte mich erreichen. Und wenn sie mich hätte zum Beispiel nicht erreichen können, hätte sie gewusst, wo ich bin. Und hätte dann zum Beispiel für mich schon auch Hilfe holen können. Weil erste Hilfe, wir kennen es, die meisten fahren vorbei. Sogar so bekommen wir dann halt trotzdem schnell Hilfe. Hier an dem Morgen, da war es schon auch ein bisschen grätzig gewesen nach dieser Situation. Hier kommt Gegenverkehr. Gegenverkehr ist durch. Ich fahre an. Und dann kommt von hinten ein Auto und drängt mich so ab, dass ich beinahe hier in das parkende Auto ausgewichen wäre. Und da war ich dann wirklich an dem Morgen stocksauer, weil er mich so extrem gefährdet hat. Das war purer Wahnsinn. Ich meine, was bringt euch das, wenn ihr nicht warten könnt und ihr stattdessen ein Menschenleben riskiert und ihr dann ein Menschenleben umbringt? Ich meine, viel hätte hier auch nicht mal gefehlt und das wäre normalerweise anzeigewürdig gewesen. Hier sehen wir auch nochmal einen Falschparker an dieser Stelle, weil ich halt nicht verstehe, was ist unbedingt so dringend, so wichtig in diesem Moment, dass man andere Verkehrsteilnehmer behindert. Vor allem dort links nebendran ist mehr als genug Platz, wo man sich hätte hinstellen können vor der Absperrung. Das wäre doch möglich gewesen. So, das war es jetzt auch erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, dass euch da die Folge heute gefallen hat und würde mich natürlich über ein Däumchen hoch freuen und über ein Abonnement, wenn ihr Lust und Laune habt. Und würde dann ganz einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, eure Grace.